So, hallo ihr kleinen Robben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Wir sind wieder in Murolos, wo auch sonst. Und müssen, was müssen wir eigentlich? Irgendwelche Leute befragen, ne? Wir sind immer noch dabei, den Mordfall aufzuklären. Und müssen hier mit verschiedenen Leuten reden. Grubenbauer Gandor zum Beispiel. Oder hier Schachtfeger Endrosch und den anderen vielen tausend Leuten, die rumrennen. Und von dem müssen wir irgendwie Alibis für unsere Salina holen, denn die ist ein bisschen eine Bredouille, weil sie angezeigt wurde, von wegen Mord und so. Also von versuchten Mord, weil er sie soll ja angeblich diesen Xorolax oder so, Xolgorax vergiftet haben, den wir schon wieder entgiftet haben, das heißt, er ist wieder voll auf den Beinen. Und wir müssen jetzt den Mordfall aufklären, weil Salina war es nicht. Beim letzten Mal haben wir schon ein paar Hinweise gesammelt, aber das scheint noch nicht zu reichen, deswegen fragen wir jetzt hier noch die verschiedenen Leute, was die dazu zu sagen haben. Grüße! Was gibt's? Ein Stollen ist eingestürzt, ihr müsst schnell zur Hilfe eilen. Orgrim braucht euch. Das ist ja schrecklich. Ich komme sofort! Hals und Beinbruch. Ja, genau. Wir sammeln jetzt hier die ganzen Leute ein, weil da ein Stollen eingebrochen ist, wo wir vielleicht noch einen Hinweis finden könnten. Und deswegen holen wir jetzt die ganzen Leute ran, damit das hier auch passiert. So, das ist ja doch eine von diesen Frauen, ne? So sieht man sich wieder. So, ich hab, glaube ich, deinen Ring, ne? Mein Ring? Ach du meine Güte, mein Ring! Da, nehmt diesen blöden Armreif. Jetzt habe ich endlich meinen Ring. Schon gut. Gut, da hätten wir jetzt nur noch den Armreif und den müssen wir der letzten Schwester noch bringen. So, jetzt brauchen wir den nächsten hier. Hammer und Pickel, das war wieder eine Arbeitsschicht. Mein Name ist Tut mir leid, das sagen zu müssen, du musst weitermachen. Ein Stolz ist eingestürzt. Was? Donner und Doria, ich mache mich sofort auf den Weg. Viel Glück. So. Ja, das klappt ja ganz gut. Ich dachte, dass die jetzt hier so, nee, ich will nicht. Ach, weißt du, wenn wir schon mal hier sind, versuch's so wenigstens nochmal. So. Ein Stolz ist eingestürzt. Ein Stolz, ein Schutz. In welchem Abschnitt? Wie groß? Ist der Größenumfang? Ne, der Grillumfang. Gibt es Verwundete? Oder gar schlimmer? Erzähl doch mehr. Ich habe nur Obermienmeister Orgrim getroffen, der mich zu euch schickte. Schnell, so beeilt euch doch. Okay. Dann viel Spaß. So, Orgrim, wie sieht's aus? Nicht geschafft. Ein Schwert, ein Wort. Mach doch wenigstens mal hier. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist doch, das ist für eine Truhe. Na gut. So, dann wollen wir mal zum nächsten gehen. Der ist ganz woanders irgendwo. Ich hoffe, da kommen wir jetzt auch so einfach hin. Am besten, wir gehen einfach mal da entlang. So, ja, kann ich denn noch irgendwas herstellen, wenn ich hier schon mal am Schon... Was geht denn? Ach, das ist das ganze Bier, gell? Das verkaufen wir jetzt mal. Alter, das scheint ganz schön schwer zu sein. Moment. Das verkaufen wir gleich mal. Und die hier, die Froschchen, braucht kein Mensch. Inventar ist voll. Ach, sein Inventar auch? Das gibt's ja gar nicht. Dann sag mal, irgendwo. Hä? Warum kann ich ihn nicht mehr verkaufen? Ah, jetzt kann ich ihn verkaufen. Okay, ich muss wieder irgendwas loswerden anscheinend. 5 mal, ja, 100, 100, 100, so. Und noch mal 100. Ja, bringt noch ein paar Dukaten rein, ne? So, er hat, glaube ich, auch noch mal eins aufgenommen. Hier, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und 100 mal dunkles Zwergenbier, genau. Wundert euch nicht, dass meine Stimme gerade noch so ein bisschen verschlafen klingt. Ich bin verschlafen, ich bin nämlich gerade erst aufgestanden. Was unserer lieben, guten Post zu verschulden ist, denn ich bin die Post. Ich muss 5 Millionen Mal klingeln, damit jemand aufsteht. Das Lustige ist, der hat wirklich 5 Millionen Mal geklingelt. Und dadurch bin ich aufgewacht, aufgestanden. Und während dieser Zeit haben die nicht aufgehört. Die haben echt so ding, 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 ding. Und die ganze Zeit haben die gebimmelt. Ich bin dann halt runtergerannt, weil normalerweise kommen ja die Post auch immer hoch. Rennen die 3 Etagen da hoch, bringen uns das Zeug vorbei, aber nein, der Werteherr wartet bis unten. Das heißt, ich bin noch bis runter gespackt. Also gefragt, ja, einmal klingeln hätte auch gereicht, ne, das weißt du. Darauf habe ich die Antwort bekommen. Ja, da war ja niemand an der Gegensprechanlage, da klingel ich halt so oft. Weil ich die Gegensprechanlage auf meinem Schrank habe, oder was? Ah, ich habe mir nur gedacht, puh, was ist das denn für ein Idiot gewesen, ganz ehrlich. Weil ich nicht in der Gegensprechanlage war, muss ich 5 Millionen mal klingeln, damit er da rangeht, oder was? Ich check das nicht, naja. Naja, jetzt hat sich das natürlich erledigt, ja. Das war ganz schön kacke. Hier, ich hab deinen Armreif. Hoho, ihr habt tatsächlich geschafft. Wunderbar, dann nehmt ihr euren Pfand zurück. Ich danke euch für euren Einsatz. Wahnsinn, reiner Wahnsinn. Als Dank gebe ich noch dieses alte Familienrezept. Sprecht doch mal mit dem Schmied drüber, ja? Okay, cool. Danke, freut mich. So, du bist der Letzte, ne? Ne, Vorletzte. Angrosch zum Große. Ein Stolz ist eingestürzt, man braucht euch. Was? Ich war bis sofort auf dem Weg. Marsch doch mal den, marsch doch mal da, oder was auch immer. Glück auf. Was haben wir gerade für ein Rezept bekommen eigentlich? Ich bin immer noch so schwer. Aha. Das ist eine Armbrust oder sowas. Ich bin immer noch so wahnsinnig schwer. Warum?
Was habe ich denn dabei, was mich so schwer macht? Eigentlich gar nichts, ne? Nur Zutaten habe ich. Wow, warum habe ich denn 38 mal Brandsalbe? Heilige Scheiße. Ja, okay, gut. Das teilen wir mal auf, ne? Ich kann jetzt sowieso ein bisschen beim Wasser kaufen, was ich nicht brauche. Das nehmen wir mal mit drüber. Wie viel haben die anderen so? Die haben 3. 3. 3. Okay, gut. Mit 38 habe ich. Ja, stimmt, ich habe ja nochmal einen ganzen Schlag hergestellt, ne? So, dann kriegst du 13, du 13, du 12. Ach so, und ich habe jetzt halt nur 9. Naja, scheiß drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich so oft noch Brandsalbe brauche. Das heißt, passt so. Wir haben noch 1000 Tränke, ey. Das ist unglaublich, gell? Und immer noch bin ich so schwer. Bis auf, wir gucken mal, was ich so für meinen... Was brauche ich denn eigentlich dafür? Ausdauertrank. Großer Ausdauertrank. Ziemlich viel. Mir wäre ich lieber danach, wenn ich noch diesen Trank des Drachen herstelle, dafür brauche ich nur Diamantstaub und einmal Zwiedestillat. Haben wir das vielleicht noch irgendwo? Ein Schwerk, ein Wort. Diamantstaub hattest du doch, oder? Irgendjemand hatte Diamantstaub. Oder habe ich den schon verbraucht? Das kann natürlich sein, ne? Bei Rondra. Dass ich den schon verbraucht habe. Verdammt! Tja. Hoffala. Ja, gut, dann müssen wir Diamantstab kaufen und einmal Zwiedestiller. Da können wir den coolen Trank da herstellen. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Heiltränke mache. Oder Ausdauertränke. Ich weiß noch nicht genau, was besser ist, aber ich habe eigentlich genug Ausdauertränke für die anderen, oder? Die haben 8 und 7. Ja, das ist eigentlich eine ganze Menge. Die haben eine ganze Menge Heiltränke. 8 Stück, das ist schon nicht wenig. Wir können aber noch mal ein paar Heiltränke herstellen, ne? Ich glaube, das werden wir auch noch. Das schadet nämlich nicht. So, der letzte ist noch irgendwo da drüben. Dann haben wir alles zusammen. Dann können wir in den Stollen gehen, dann noch den letzten Hinweis sammeln. Der sich hoffentlich noch verbirgt. So, Schmied. Soll ich nicht mit ihm reden? An. Soll ich nicht. So, Zwiedestillat, gell? Das hattest du. Zwiedestillat, Zwiedestillat, da. Einmal reicht mir. Und einmal Diamantstaub. So. Dann müssen wir noch an den Tisch. So, was brauchen wir für die Heiltränke? Hier brauchen wir Kochinis. Können wir zweimal herstellen. Ja, dann machen wir das auch nochmal. Zwei Heiltränke. Brauchen wir 6 Kochinis, okay. Heiltrank. Würsel, Kraut, Zwiebeln, Einbeeren. Ach, scheiße, diese blöden Einbeeren immer. Na gut. Dann halt nicht. Großer Ausdauertrank, Zaubertrank. Könnte ich auch nur einmal herstellen gerade. Zweimal könnte ich. Ich noch mal ein bisschen mehr Diamantstaub kaufe und Zwiedestillat. Okay, dann machen wir davon auch noch mal welche. Ach, immer diese Scheiße hier. Was brauche ich noch mal? Scheiße. Dann vergesse ich das. Zwiedestillat, genau. 5 Mal, ne? Das heißt, wir brauchen es 11 Mal. Und. Ach, jetzt habe ich uns viel gekauft. So, machen wir auch mal 10 einfach. So. Okay. So, damit können wir noch ein paar Ausdauertränke herstellen. Gut. Heiltränke nicht, weil mir fehlen ein Bären. So ein Mist, ey. Diese Drecksdinger. Immer wenn man sie braucht, findet man sie nirgendwo. Naja. So, der ist da oben bei Xolgorax, schätze ich. Kann ich da irgendwie hinlatschen? Ja, kann ich so. Gehen wir jetzt noch schnell an den. Nee, kann ich nicht. Super. So, ich kann zweimal einen Trank des Drachen erstellen? Wieso? Na dann. Was, Inventar ist... Ach, das ist doch... Das ist doch zum Kotzen! Entschuldigung. Ja, hier, komm, bring mal das Waffenbalsam mal weg. Und ja, meinetwegen auch das scheiß Quellwasser. So, müsste doch jetzt wieder ein bisschen leichter sein. Das kann ja nicht wahr sein. Warum bin ich denn so scheiße schwer? Wo liegt denn das nur? Ach, ich habe immer noch 100 Mal als dunkles Zwergenbier, ne? Kein Wunder. Ja, schon bin ich mal ein bisschen viel leichter, ne? Ich meine, das können ja nicht die Zutaten sein. So, hä? Was habe ich jetzt weggegeben? Ach, der scheiß Quellwasser. So. Was fehlt denn doch?
Was habe ich denn drauf hier gegeben? Ach, dieser Alkohol. Nein. Man sollte nie Alkohol weggeben, man sieht's. So. Kann ich jetzt endlich? Danke. Einmal Zaubertrank. Ja, ist natürlich blöd. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ach, Raumpulver. Na ja, gut. So, Gulmund-Tee. So, damit wir mal einen Scheiß hier wegkriegen. Okay. Gut. Jetzt habe ich viermal großer Zaubertrank, zweimal der Trank des Drachen. So, was kann denn der nochmal? Alle Attribute plus 3 für 10 Minuten. Ne? Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Gut, dann denke ich mal, rechnen wir es jetzt erstmal an Tränken. Dann will ich jetzt mal die ganzen Zutaten hier verscherbeln. Weil ich will die nicht ewig irgendwie rumtragen. Und wir haben jetzt so gut wie eigentlich alles hergestellt, was ich möchte. Und bevor wir noch ewig rumrennen und so ein Zeug einkaufen und irgendwie Tränke erstellen und mein Inventar voll ist, voller Scheiße, bringen wir jetzt den ganzen Mist mal weg. Weil ich will das nicht ewig wieder rumschleppen. Und brauchen tue ich es ja auch nicht mehr. Also daher, brauchen wir richtig Kacke jetzt hier. Mein Gott. So, moin. Du kriegst jetzt ein bisschen Zeug. So, können wir nicht noch irgendwas einkaufen? Was nützt dir das? Plattenschultern. Eins, zwei, nein. Das heißt, statt Lederanschub braucht man nicht. Jo. Das heißt, wir können ein bisschen scherbeln hier. Wir verkaufen mal. Was sind die ganzen hier? Quellwasser. Wurzelkraut. Schwefelquell. Alkohol. Komm, weg mit dem Mist jetzt hier. Froschschenkel. Pferdocker. Pulmon. Aronpulver. Salbenfett. Feuermoos. Seidendrüsen. Giftbeutel. Blutegel. Das Drachenblut. Ach komm, scheiß doch drauf jetzt hier. Klar, verkaufen wir das natürlich für viel weniger, als wir es gekauft haben, aber was soll's jetzt. Ich bin froh, wenn ich es einfach mal los bin auch. Brauchen, wie gesagt, brauchen tun wir es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Bin mir zumindest nicht sicher, dass ich jetzt mal irgendwo was herstellen müsste. 75 mal Blattgold. Ja, haben wir auch ganz schön viel, ne? Salbenfett, Messer, Edelsteine, Kohle. Wir sind ja eigentlich gut. Eine edle Waffe bedarf Edifizierung und deshalb setzt man die Schmiede Edelsteine, um wirklich wertvolle Waffen zu schaffen. Ha. Wir gucken mal, ob wir irgendwo ein Rezept haben damit, aber ich glaube es ja weniger. Wo Edelsteine brauchen. Ha. Ja, nirgendwo, ne? Das können wir eh nicht herstellen, wenn uns dieser Zahn des Drachen fehlt. Jo, na gut. Dann können wir das Blattgold und alles auch verscherbeln. Nur schon so. Nein. Moment nicht. Da wo wir hin. So. Oh, ich will doch die Geschichten gar nicht hören. Erz. Komm, dann verkaufen wir das Blattgold. Wir brauchen es ja nicht mehr. Und die Edelsteine. So. Was hast du noch, was wir nicht mehr brauchen? Der hat eigentlich so gut wie nie was gehabt. Ja, hier kommt den Alkohol. So. Hast du noch was? Du könntest noch Zutaten für irgendwelche Pfeile haben, ne? Zielweise behalten wir mal. Geldbrecherpfeile, die Pfeile behalten wir auf jeden Fall. Sehen, komm, hoffe ich. Gut. Okay. Damit haben wir doch schon mal ein bisschen mehr Platz im Inventar. Oder in den Inventaren. Ja, den Schlüssel hätten wir auch weggeben können. Der Schlüssel für keine Ahnung wo. So. Das wollte ich jetzt mal ein bisschen ordnen auch. Okay, er hat ja sowieso nicht viel dabei. Hier, die Waffen, das Waffenbalsam teilen wir mal auf. Hast du noch was davon? So. Ihr habt alle noch genug von dem Zeug. 100 Pfeile, 200. Ja, ich denke mir, das wird auch noch eine Weile reichen hier. Okay, gut, dann. Was habe ich gemacht? Gehen wir mal zum letzten Typen. Damit wir das auch mal erledigt haben hier. Und dann kommen wir hoffentlich in diesen blöden Stollen rein. So langsam mal. Da ist er, ne? Genau. Schachtfechter. So, mein. Ach ne, jetzt Schachtfeger. Upsala. So, Moinsen. Du kennst deine Aufgabe. Hallo. Ein Stollen ist eingestürzt. Mit dem haben wir auch schon mal geredet, ne? Deswegen können wir das jetzt mal überspringen. Wo ist denn der jetzt lang hier? Wo muss ich jetzt hin? Muss hier wieder runter? Aber da geht's doch ganz woanders hin, oder?
bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wo ich da hin soll. Aber doch, das sieht vielversprechend aus, ja. Ja, das scheint es tatsächlich zu sein.